Weizen. Ohne dieses Getreide gäbe es viele unserer beliebtesten Speisen wohl nicht. Wusstest du, dass Steinzeitmenschen Brot aus Urgetreide gebacken haben? Doch bis der Weizen, wie wir ihn heute kennen, den Weg auf unsere Teller gefunden hat, sind Jahrtausende vergangen. Wir erklären euch jetzt, wie er entstanden ist und wie die Wissenschaft unseren Weizen vor Dürren und Wetterextremen retten will. Schon seit über 10.000 Jahren züchten Menschen Pflanzen, um sie zu essen. Nachdem die Menschen in der Steinzeit langsam sesshaft werden, beginnen sie auch, Getreide anzubauen. Als neolithische Revolution bezeichnen wir diese Zeit, in der der Homo sapiens erstmals Landwirtschaft betreibt. Die Pioniere kommen dabei aus dem fruchtbaren Halbmond, einem Gebiet im Norden der arabischen Halbinsel. Zwar bedeutet Landwirtschaft mehr Arbeit im Gegensatz zum Sammeln und Jagen, jedoch kann so eine größere Menge an Menschen als vorher satt werden. Das ist bei der schon damals stark wachsenden Bevölkerung wirklich nötig. Die Getreidesorten der Steinzeit sind vor allem Einkorn, Emmer und Dinkel. Als wild vorkommende Sorten haben sie auch entsprechende Eigenschaften. In der Natur sind für Pflanzen diejenigen Eigenschaften von Vorteil, die unter anderem ihre Anpassungsfähigkeit an die Umwelt verbessern. Dazu gehört ein früher Abfall des Korns, damit die Pflanzen sich schnell vermehren, oder die Produktion von Bitterstoffen zur Abwehr von Schädlingen. In der Natur sind diese Eigenschaften sehr hilfreich. Für den Menschen, der das Getreide ja ernten und essen will, allerdings nicht. Da soll das Korn möglichst lang in der Ähre bleiben, damit es nicht auf dem Boden verdirbt. Und lecker soll es auch schmecken, also müssen die Bitterstoffe weg. Durch Zucht kann man bestimmte Eigenschaften verstärken, verändern oder sogar ausschalten. Die älteste Form ist die sogenannte Auslesezucht. Schon in der Steinzeit beginnen Menschen, nur das Korn zur weiteren Aussaat zu wählen, das möglichst lange an der Ähre bleibt und gut schmeckt. So werden diese gewünschten Merkmale an die nächste Pflanzengeneration weitergegeben. Doch worauf beruhen die Merkmale von Pflanzen eigentlich? Farbe, Form, Geschmack, Giftigkeit. Unter anderem diese Eigenschaften werden in der Wissenschaft als Phänotyp bezeichnet, also als die Menge aller Merkmale, die zu einem Erscheinungsbild führen. Für die Ausprägung der Merkmale ist dabei hauptsächlich der Genotyp verantwortlich. Darunter versteht man das gesamte genetische Sortiment eines Organismus. Dabei kann entweder ein einzelnes Gen oder mehrere Gene zusammen für die Ausprägung einzelner Merkmale verantwortlich sein. Im 19. Jahrhundert wurde die Auslesezucht dann von der Kreuzungszüchtung abgelöst. Wie der Name schon verrät, werden hier zwei Pflanzen gezielt miteinander gekreuzt. Auf diese Weise können die positiven Eigenschaften miteinander vereint werden. Bis ein gewünschtes Merkmal in einer Sorte fixiert ist, dauert es allerdings Jahre. So entsteht innerhalb mehrerer Jahrhunderte der Hartweizen, wie wir ihn von unseren Nudeln kennen, und der Weichweizen, aus dem wir unser Brot backen. Im Laufe von Jahrtausenden werden so aus Wild Kulturpflanzen. Getreide, das zielgerichtet vor allem auf einen hohen Ertrag, einen guten Geschmack und eine leichte Ernte gezüchtet wurde. Doch all diese Eigenschaften haben einen Preis. Denn im Gegensatz zu den Ursorten fehlt dem modernen Weizen die ursprüngliche Robustheit. Und diese wäre gerade in Zeiten des Klimawandels, in denen Extremwetter und Dürren zunehmen, besonders wichtig. Gleichzeitig steigt die Nachfrage an Weizen, da die Bevölkerung rasant wächst. Also brauchen wir ein robustes Getreide, das am besten auch noch mehr Ertrag bringt. Kann man da nicht einfach alte Sorten mit neuen Sorten kreuzen und so eine Art vermeintlichen Superweizen züchten? Genau das passiert zum Beispiel an Instituten für Pflanzengenetik. Hier werden die Genotypen von Pflanzen, also deren genetische Informationen, entschlüsselt und untersucht. Das Genom des Brotweizens, also die Gesamtheit seiner Gene, ist durch die zahlreichen Einkreuzungen und die jahrtausendlange Zucht nämlich riesig.
Ganze 13 Jahre hat es gedauert, bis der Wissenschaft klar war, welche Gene wo liegen und wie sie sich zusammensetzen. Grundsätzlich ist Genmanipulation sehr umstritten. Bisher ist noch nicht klar, welche Auswirkungen genmanipulierte Nahrung hat. Jedoch erhofft sich die Wissenschaft, durch die Informationen im Genom nun noch schneller und präziser neue Sorten zu entwickeln. Und hier kommen wieder unsere Ursorten ins Spiel. Der wilde, ursprüngliche Emmer hat zwar schlechte Backeigenschaften, aber dafür das, was der Weizen der Zukunft braucht. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Krankheiten und kommt mit Trockenperioden wesentlich besser zurecht als herkömmlicher Weizen. Da sowohl das Genom des wilden Emmers als auch das des Brotweizens nun bekannt sind, lassen sich in Zukunft die Gene, die den Emmer so stabil machen, gezielt in den modernen Weizen einkreuzen. Durch solche Methoden könnte man nicht nur robusteren Weizen züchten, sondern auch Arten, die ertragreicher oder bekömmlicher für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit sind. Ob Gentechnik dabei aber wirklich der beste Weg ist? Eins ist klar. Auch in Zukunft muss noch viel an der optimalen Möglichkeit geforscht werden, die Ernährung der stetig wachsenden Bevölkerung sicherzustellen. Mit einer Kombination aus Gentechnik und der Kreuzung von modernen und alten Arten könnten also die Getreidesorten der Zukunft entstehen. Wie steht ihr zu Gentechnik? Notwendigkeit oder eher ein Übel? Diskutiert in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt.